Ich freue mich, dass so viele gekommen sind. Ich möchte euch heute eine Einführung in GNU's Green geben. Ich hoffe, meine Stimme hält die Stunde durch. Was will ich euch eigentlich überhaupt heute erzählen? Ich will euch erzählen, warum. Ich finde, dass man GNU's Green kennen sollte, was es alles kann, wie man es bedient, wie es funktioniert, wo man reinlaufen kann, wo so kleine typische Stolperfallen sind, was man per Konfiguration ändern kann und am Ende noch weiterführende Infos, wo ihr noch ausführlichere Tutorials findet, etc., Webseiten, diese Folien auch, also sind auch hier unter noone.org/talks/screen verfügbar, jetzt auch schon, könnt ihr mitlesen, wenn ihr wollt. Warum mache ich das? Oder warum brauche ich Screen? Ich habe immer mal wieder irgendwelche langlaufenden Prozesse, die kein Daemon oder Dienst sind, sondern entweder ein Chatprogramm, wo ich halt gern nachlesen möchte, was die Leute in der Nacht gesagt haben, wo ich gepennt habe, wo der Rechner vielleicht aus war, an dem ich sitze, aber der Rechner, wo der Chat läuft, lief natürlich. Oder zum Beispiel irgendein Compile-Job, wo ich irgendwie stundenlang auf die kompilierte Datei warten muss und mich vielleicht in der Zwischenzeit ausloggen möchte oder einen Rechner wechseln. Manchmal will ich einfach ein Fenster schließen, dann ist das Programm weg da drin. Ich hätte aber gern, dass das Programm weitergelaufen wäre. Manchmal, wenn man so als Sysadmin unterwegs ist und irgendwie ich bin hier, muss irgendwas flicken und der Kollege ist vor Ort am Rechner und weiß nicht so recht, was er jetzt machen müsste, dass man wirklich die gleiche Kommandozeile sieht. Das ist manchmal auch ganz praktisch. Für mich sehr typisch, ich habe irgendwo einen Arbeitsplatz in einer Firma und will von zu Hause darauf zugreifen und will an das Programm ran, was ich dort gestartet habe. Eben zum Beispiel schauen, ob der Compile-Job sauber fertig lief. Oder irgendein Rechenjob, der irgendwas ausgerechnet hat. Wenn ich per SSH mich irgendwo einlogge auf einem anderen Rechner, möchte ich nicht für jedes Programm, das ich auf dem anderen Rechner starte, wieder eine eigene SSH-Session aufmachen. Manche Firewalls sind ja auch picky und lassen nur eine SSH-Session zu. Auch da kann mir Screen helfen. Und ja, wenn wir gerade bei SSH sind, manchmal bricht dann die Netzwerkverbindung weg. Ich weiß nicht, ob Sven Guckes hier ist, der hat mir mal eine schöne Anekdote erzählt. Er sei irgendwo über Freifunk online gewesen, per SSH, aber zwischen der Freifunkantenne und seinem Rechner war dummerweise der S-Bahn-Ring und alle 3 Minuten war die Verbindung weg. Er hat dann alle 3 Minuten neu einloggen müssen und wenn das Programm dann auf der anderen Seite auch weg war, dann war das ärgerlich. GNU Screen hilft an der Stelle. Und ja, was man auch machen kann, ist zum Beispiel ein Programm, das man unter einer grafischen Oberfläche, ein Textprogramm, das man gestartet hat, dann nachher auf die Textkonsole wechseln oder umgekehrt. Wie das alles geht, das will ich euch heute zeigen. Warum GNU Screen dafür das Tool ist, das man benutzen kann. Es ist im Prinzip ein Fenstermanager im Textmodus. Das heißt, ich kann mehrere Shells, mehrere Kommandozeilenprogramme gleichzeitig laufen lassen in einem Terminal, in einem X-Term auf einer Textkonsole oder in einer SSH-Session. Ich kann Text zwischen diesen Fenstern hin und her kopieren, also Copy und Paste, ohne dass ich die Maus dazu brauche. Ich kann Screenshots machen von diesen Textfenstern, ich kann mitloggen, was zur Output kommt. Für mich ganz wichtig, ich kann diese Session mit dem Programm abhängen, dann läuft die weiter, ohne dass sie irgendwie verbunden ist und wieder anhängen, zeige ich auch. Anhängen halt potenziell auch von woanders her per SSH. Ich habe eine Statuszeile, wo mir von dem Rechner, auf dem die Session läuft, zum Beispiel Uhrzeit, kann ja im Ausland sein, andere Zeitzone, die Load, immer ganz wichtig für den Sysadmin, wie viel ist los auf der Kiste. Und auch die Liste der offenen Fenster zeigen. Es gibt mehr Benutzermodus, es gibt Fälle, wo der andere nur schauen kann, was ich mache. Man kann es so machen, dass der andere mittippen kann, entweder er tippt oder ich tippe. Wenn wir beide tippen, gibt es Chaos. Und ich kann auch Sonderzeichen potenziell eingeben, auch wenn sie auf meiner Tastatur nicht drauf sind. Ähnlich wie wir im vorherigen Vortrag die Compose-Taste gesehen haben, gibt es so ein Feature hier, aber wirklich in diesem Textmodus-Fenstermanager drin. Und ich kann auch das Fenster, das Terminal, das ich benutze, aufsplitten in mehrere Fenster. Zeigen wir nachher auch noch. Gleich kommen wir auch noch zu ein bisschen Praxis. Jetzt will ich einfach nur noch erklären, kurz einmal, wie das funktioniert, wie man das bedient. Im Großen und Ganzen leitet Screen einfach alle Eingaben, die ich auf der Tastatur mache, weiter an das aktuell angezeigte Programm. Die einzige Ausnahme ist die sogenannte Kommandosequenz. Das ist in der Standardeinstellung Ctrl A oder auf dem deutschen Tastaturlayout Steuerung A.
Wenn ich das drücke, dann weiß Screen, der nächste Tastendruck ist für Screen gedacht und ist dann potenziell ein Kommando. Man liest da verschiedene Schreibweisen, CTRL-A, C-A, das ist mehr so die Emacs-Welt, eben STRG-A, deutsche Tastatur und manchmal auch einfach nur das Dach und dann das A, bedeutet alles das Gleiche. Eben jedes von diesen Tastaturkommandos an Screen besteht eben aus dieser Kommandosequenz und dem darauf folgenden Tastendruck. Also immer, sind immer zwei Tastendrücke hintereinander im Normalfall. Es gibt Ausnahmen, aber da kommen wir noch zu. Im Großen und Ganzen könnt ihr euch merken, wenn Ctrl-A gedrückt ist, der nächste Tastendruck geht ans Screen. Was auch noch manchmal ein bisschen verwirrend ist, mal wird von Command Character im Englischen gesprochen und mal von Escape Character. Es ist aber in dem Fall in der Mainpage zum Beispiel das gleiche gemeint. Deswegen einfach hier nochmal der Hinweis. Ja, dann fangen wir gerade einfach mal an mit einem kleinen Demo. Ich habe hier oben, seht ihr hier, wenn ich irgendeine Taste drücke, zum Beispiel die Kontrolltaste, dann blinkt das hier oben so kurz auf. Ja, es gibt auch andere Tasten. Und wenn ich hier unten irgendwas tippe, die Windows-Taste hier ist leider schön beleuchtet, das heißt, da kann ich keinen Aufkleber drüber machen. Aber ihr seht, die Tasten, die ich drücke, die kommen da oben im Eck auch noch. Also ihr könnt mitschauen, was ich für Tasten drücke, falls ich es mal vergesse zu sagen. Keymon. Also wie Keyboard-Monitor. So, wenn ich jetzt Screen einfach starte, Screen, so heißt der Befehl, es kommt übrigens ursprünglich aus der BSD-Welt, auch wenn es jetzt ein GNU-Projekt ist, es ist älter als Linux, es ist jetzt irgendwie 28 Jahre alt oder so, dieses BSD-Screen-Manager. Es wurde dann irgendwann vom GNU-Projekt übernommen und wird unter dem Dach des GNU-Projekts gepflegt. Befehl heißt seither immer noch Screen. Wenn ich da starte, kommt so ein Startup-Screen, da sieht man auch so, ja, irgendwie 87, das ist schon, oh je, Asbach uralt, aber eben wird immer noch weiterentwickelt. Die Version 4.2.1, die wir jetzt hier haben, die ist irgendwie von Sommer letzten Jahres oder so. Und da kommt halt jedes Mal, wenn man das startet, zu dieser Startup-Screen. Man kann da noch mit weiterblättern. Und wenn man Enter drückt, dann sieht das wieder aus wie vorher. Mit einem klitzekleinen Unterschied. Ich bin jetzt in so einer Screen-Session. Wenn ich jetzt Ctrl-A drücke und zum Beispiel W für Window-List, dann seht ihr da unten für 3 Sekunden die Liste meiner Fenster. Hat gerade nur eins. Aber wo man auch sieht, ich kann mit Screen-LS listet mir die aktuellen Screen-Sessions auf. Und da sieht man, da läuft eine. Also wie ein Prozess-ID, auf welchem Terminal sie läuft, wann sie gestartet wurde, dass sie attached ist, also verbunden. Und wenn ich jetzt hier zum Beispiel mit Exit wieder rausgehe aus dieser Bash, dann verschwindet dieser Bildschirm und die Stelle, wo ich vorhin Screen aufgerufen habe, ist wieder da. Das heißt, ihr habt gemerkt, es hat so eine Art Overlay über das eigentliche Terminal drüber gesetzt und sagt hier noch Screen is terminating, damit weiß ich, die Screen-Session ist beendet. Klar, mache ich. Screen-LS, no sockets found, keine Session da. Mal kurz zurück auf den Folien. Ja, wir haben mehrere Fenster, die wir hier verwalten können. Wir haben Standardeinstellungen, kommt einfach die Shell, die als Login-Shell definiert ist. Per Standard wird auch immer nur ein Fenster gestartet. Kann man alles ändern, deswegen sehe ich per Standard. Und wenn ich im Programm in so einer Screen-Session ende, dann verschwindet auch das Fenster, in dem es war, und das letzte Fenster schließt die Screen-Session. Das haben wir hier gerade gesehen. Informationsabrufe, gut, da habe ich auch schon ein bisschen was gezeigt. Ich wollte jetzt aber einfach hier einmal kurz die Fensterverwaltung zeigen. Das Wichtigste ist im Prinzip Ctrl-A und dann C. Ctrl-C tut es genauso, also es ist egal, ob man den Finger von der Kontrolltaste hebt oder nicht. Wenn man schnell tippt, vergisst man das manchmal. Das macht ein neues Shell-Fenster auf. Und mit Ctrl-A kann man hin und her wechseln zwischen zwei solchen Fenstern. Das zeige ich jetzt gerade mal. Wir machen wieder eine Screen-Session auf. Eins noch, mich nervt ja dieser Startup-Screen, euch vielleicht auch. Ich habe da was vorbereitet, wie bei den Fernsehküchen. Screenrc.demo, die tue ich gleich umbenennen. Da sind zwei Sachen drin. Einerseits die Statuszeile, die ich schon angesprochen habe, und Startup-Message-off. Das verschiebe ich jetzt hier, .screenrc.demo nach .screenrc. Ja. Und jetzt starte ich Screen. Und siehe da, keine Startup-Message und hier unten haben wir die Statuszeile. Die hilft euch jetzt auch zum Sehen, wie viele Fenster ich habe, dass ein Screen läuft. Immer wenn jetzt diese Statuszeile da ist, läuft ein Screen. Wenn sie nicht da ist, ist das Screen wieder weg. Es kann sein, es läuft noch irgendwo detached, also abgehängt, aber
Auf diesem Terminal ist jetzt eine Screen Session. So, ich mache meinen Vortragsordner, das ist jetzt ein bisschen doof da oben, aber ich finde das Programm einfach nützlich und ich weiß nicht, wo ich es besser hinschieben soll. So, jetzt haben wir hier irgendwo eine Verzeichnisauflistung, jetzt mache ich Ctrl A, C und jetzt habe ich eine neue Shell bekommen. Ihr seht hier unten, hier vorne zeigt er mir an, welches Fenster aktuell angezeigt wird und hier zeigt er mir die Liste der Fenster an. Das sind beides welche, wo eine Bash läuft und das mit Sternchen ist immer das Fenster, wo aktuell ist. Und wenn ich jetzt Ctrl A, Ctrl A tippe, komme ich auf das andere Fenster zurück, wo ich das LS gemacht habe. Hier unten zeigt er mir aber an, ich bin im Fenster 0. Nochmal Ctrl A, Ctrl A, das war jetzt eins zu viel, bin ich auf dem anderen und nochmal eins zurück. So, und wenn ich jetzt Ctrl A, W mache, seht ihr hier auch nochmal 3 Sekunden lang, falls die Statuszeile nicht da wäre, diese Fensterliste. Und jetzt kommt es nochmal Folien. Man kann auch, wenn man mehr als 2 Fenster hat, leicht mit Ctrl A, N für nächstes Fenster, Ctrl A, P für previous, vorheriges Fenster durch oder Ctrl A, Leertaste, Ctrl A, Backspace. Ich mache das jetzt hier drüben auch mal. Ich mache mal noch ein drittes auf. Da tun wir mal kurz noch einen farbigen Kalender einblenden. Dann könnt ihr das, seht ihr auch, ist was anderes. Wenn ich jetzt Ctrl A, N, nächstes Fenster, Ctrl A, N, nächstes Fenster, da ist nichts. Und dann sind wir wieder hier beim Kalender und das Ganze mal rückwärts. Ctrl A, P, vorheriges Fenster, vorheriges Fenster, vorheriges Fenster. Es gibt noch eine Tastenkombination, wo man die Fensterliste bekommt, und zwar zum interaktiv auswählen. Ctrl A, Gänsefüßchen. Fragt mich nicht, wie man auf die Idee kam, Gänsefüßchen zu nehmen. Dann hat man hier diese schöne Liste, wo man mit der Cursor-Taste interaktiv auswählen kann, wo man hin will. Wenn ich jetzt auf das Fenster Nummer 2 will, drücke ich hier Enter und ich habe das mit dem Kalender. Und Ctrl A, Gänsefüßchen, ich will jetzt zum Fenster 0, geht wunderbar. Und wenn man sich dann irgendwann so gemerkt hat und nicht allzu viele Fenster hat, ja, Fenster 0 ist das, Fenster 2 ist das, dann haben wir auch einfach Ctrl A, Ziffer und ich bin jetzt im Fenster 2. Ich habe Ctrl A, 2 gedrückt, bin im Fenster 2, Ctrl A, 0, bin im Fenster 0. Geht am schnellsten, wenn man dann mal so im Kopf hat, in welchem Fenster mal welche Anwendung hat. Kommt hier auch auf dem Folie noch drauf, eben. Geht bis zu Fenster Nummer 9. Man kann es per Konfiguration sicher auch noch sich andere Tastenkombinationen ausdenken. Irgendwo noch Shift dazu, aber irgendwann wird es mühsam, finde ich. Die interaktive Fensterauswahl habe ich euch gezeigt. Was ihr jetzt auch noch gesehen habt, ich kann auch, machen wir sie nochmal auf, die Fenster, Ctrl A, Gänsefüßchen. Da steht überall Bash, das ist irgendwie jetzt doof. Das, wenn ich da jetzt 10 Fenster habe, die alle Bash heißen, jetzt mache ich das mal so, mit Escape bin ich jetzt gerade raus. Das Fenster nenne ich jetzt mal LS und zwar mit Ctrl A, Shift A. Dann kommt hier unten so ein kleiner Prompt. Da steht jetzt Bash drin, da kann ich editieren. Ich sage, hier habe ich ein LS gemacht. Das Fenster nenne ich jetzt LS und siehe da, da unten heißt das Fenster LS. Und jetzt gehe ich mit Ctrl A, 2 aufs zweite Fenster. Also, nein, das ist ja eigentlich das dritte Fenster, Fenster Nummer 2. Er fängt bei 0 an zu zählen, wie Informatiker halt. Ctrl A, Shift A zum Titel ändern und dann schreibe ich jetzt hier Kalender rein. Kalender im Englischen, so. Und jetzt haben die 3 Fenster unterschiedliche Namen. Wenn ich jetzt wieder die Fensterliste, Ctrl A, Gänsefüßchen, habe ich hier das Fenster LS, das Fenster Bash, das habe ich nicht umbenannt bisher, und das Fenster Kalender. Und dann brauche ich mir die Nummer nicht merken, dann weiß ich, welche Anwendung ich jetzt wo gestartet habe zum Beispiel. Wenn ich jetzt auf Kalender gehe, kriege ich das mit dem Kalender. Wenn ich auf LS gehe, ist das, wo ich das LS gemacht habe. So. Kurz noch zu Informationsabrufen, ein bisschen was habe ich schon gezeigt. Ganz wichtig, die Leute wollen immer wissen, wo finde ich die Hilfe? Ctrl A, Fragezeichen. Machen wir auch gerade mal, Ctrl A, Fragezeichen. Kommt hier so eine Hilfe, jetzt ist halt da oben das ein bisschen im Weg, aber ihr seht hier, da gibt es relativ viele Kommandos. Alle beginnen mit Ctrl A und dann eben diesen nächsten Kommando. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, wenn ein Dach davor ist, bedeutet das Ctrl-Taste dazu drücken. Viel braucht ihr davon im täglichen Leben eigentlich nicht. Aber dort habt ihr einfach eine Übersicht, was man alles machen kann. Mit der Leertaste geht es zur nächsten Seite. Es sind insgesamt, glaube ich, 3 Seiten oder so. Na, 4? 4 sind es. Aber die letzte ist eher klein. So, und mit der letzten, dann kommt man wieder zurück. Was haben wir noch gehabt? Die Version, Ctrl A, V, da kommt wieder hier unten. Screen Version 4.0.2.0.1, die führenden Nullen lässt man weg. Man redet von Screen 4.2.1, eben April letzten Jahres. 4.2.2 ist mittlerweile, glaube ich, noch nicht draußen, aber kommt hoffentlich bald.
Uhrzeit, wenn man sie nicht, also hier ist das Fenster jetzt ein bisschen klein, ich habe die Schrift groß gemacht. Ich habe sie hier in der Statuszeile drin, hier hinten. Es ist jetzt irgendwie 15 Uhr Umgrad, die 1 sieht man noch. Wenn man die Uhrzeit sonst haben will, Ctrl-A, T wie Time, dann kommt sie hier vorne für 3 Sekunden. Und die Load auch nochmal. Also das, was ich hier in der Statuszeile habe, kann man auch temporär so anzeigen lassen, wenn man keine Statuszeile haben möchte. Informationen zum Fenster ist manchmal auch noch interessant. Ctrl-A, I. Das ist vor allem die Auflösung vom Fenster, welchen Zeichensatz erwartet wird und so Sachen. Brauche ich selten, aber schadet manchmal nicht zum Nachgucken, was ist denn jetzt eigentlich für ein Setting da. Ja, so viel zum initial mal zum Fenster verwalten. Wir haben jetzt eine Session mit 3 Fenstern. Die läuft jetzt hier drin. Und manchmal will ich die halt dann eben das Terminal wieder freikriegen oder von einem anderen Rechner her verbinden. Deswegen gibt es an und ab wieder abhängen. Also abhängen und dann wieder anhängen. Im Englischen deattach und reattach. Also attach heißt im Prinzip das Anhängen, reattach heißt wieder anhängen, detach heißt abhängen. Und entsprechend sind auch die Tastaturkommandos Ctrl-A, D für detach, für abhängen. Das probieren wir mal wieder. Ctrl-A, D und weg ist die Session. Aber vorhin haben wir ja Screen is terminating stehen gehabt und jetzt steht hier nur detached. Ihr seht die Screen Session nicht mehr, die Statuszeile ist weg mit Screen minus ls, steht aber dran, die ist noch da und sie ist detached, also abgehängt. Und jetzt gehen wir noch auf die Folien. Wieder anhängen kann ich sie mit Screen minus d, zeigen wir gleich. Es gibt da noch ein paar Varianten, Remote abhängen. Es gibt ein paar andere Varianten noch. Minus klein d heißt einfach, wenn eine verbundene Session da ist und genau eine, die bitte abhängen. Egal wo sie verbunden ist. Muss nicht lokal jetzt an dem Terminal sein. Mit minus groß, die einfach Shift-Taste mehr drücken, tut es auch noch versuchen, dort, wo sie verbunden war, das lokale Terminal zu schließen oder wenn es ein Login-Screen ist oder so, mich auszuloggen. Also wenn ich zum Beispiel eine Screen-Session offen habe im Büro und vergessen habe, mich dort auszuloggen, dann kann ich mich per SSH einloggen, Screen minus groß D machen und dann tut er die Screen-Session dort abhängen und mich ausloggen auf der Textkonsole. Unter X geht das nicht. Er macht unter X bloß das X-Terminal zu. Aber eben den Elternprozess, wo ich die Screen-Session verbunden hatte. Wichtiger ist jetzt aber vor allem Screen-R für Reattach wieder anbinden. Das machen wir jetzt hier mal, Screen-R und flupp, da sind wir wieder, wo wir vorhin waren. Wir haben unsere 3 Fenster hier drin. Ich gehe mal wieder raus. So. Vielleicht machen wir gerade das Grüne hin, das sieht man, grün-blau. Und können Sie jetzt auch mal hier probieren, Screen-D, ich bin jetzt innerhalb von der Screen-Session, führe einfach den Befehl aus für die einzige Screen-Session, die da ist, wenn sie attached ist, abhängen, flupp, geht, remote detached. Der Unterschied ist jetzt hier, da hat er gesagt, detached, weil ich wirklich an dieser Session mich abgehängt habe, mit Tastaturkommandos, hier sagt er remote detached, weil irgendein anderer Befehl ihm gesagt hat, er soll sich jetzt abhängen. Das hätte auch mit einer SSH-Session von außerhalb sein können, als der gleiche User muss es dann sein. Aber eben mit Screen-R und dann bin ich wieder hier, habe meinen Kalender wieder. Er hat auch nochmal die Meldung gegeben, dass er jetzt diese Session detached hätte. Und dann gibt es nochmal auch hier die Variante mit Groß-R. Bedeutet an der Stelle, wenn keine Screen-Session da ist, die ich reattachen kann, dann mach mir eine neue. Das kann man auch kombinieren. Wenn ich woanders eine Screen-Session noch verbunden habe, und die jetzt hier haben will, muss ich sie da erst abhängen und dann hier wieder anhängen. Minus RD oder in dem Fall Groß D für auch gleich noch ausloggen dort. Dann kriege ich die wieder. Und Screen minus X, das ist die nette Sache mit, ich kann zu einer Session mit 2 Terminals gleichzeitig verbinden. Also ich sehe die Session auf 2 Terminals. Das probieren wir jetzt auch mal kurz. Also hier sind wir verbunden. Wir haben hier unten die Leiste. Sehen wir. Ich hole jetzt hier ein zweites Terminal hinzu. Das ist halt ein bisschen schmäler. So, und mache jetzt hier Screen minus X, Enter. Es fällt jetzt nicht auf, weil hier werden links und rechts 2 unterschiedliche Fenster dargestellt. Aber wenn ich jetzt, ich glaube, ich muss noch kurz das Layout ändern. Und zwar von meinem Window Manager. Achtung, nicht erschrecken. So, jetzt sieht das ein bisschen besser aus. So, sieht aus wie 2 Screen Sessions, aber in welchem Fenster bin ich oben? Hier bin ich im Kalender, den muss ich mal wieder herholen. So, Kalender. Und hier unten bin ich in der Nein, der hat eine andere, der hat eine eigene gemacht. Huch. Ihr seht, die Statuszeile ist unter Vorführeffekt. Mist. Was habe ich jetzt falsch gemacht? Gehen wir mal wieder raus. Ich habe das X vergessen. Ich habe das X anscheinend nicht getippt. So, jetzt. Das wollte ich euch zeigen. Weil
Ihr seht anhand dem schwarzen Cursor und dem leeren Cursor, welches Fenster den Fokus hat. Und wenn ich jetzt hier unten was tippe, das tippt es da oben auch. Und wenn ich jetzt unten aber das Fenster wechsle, wechselt es oben nicht, weil sozusagen welches Fenster angezeigt wird, ist eine lokale Sache. Welche Fenster da sind, ist eine Sache der Session als solches. Das heißt, ich kann hier in dem Fenster irgendwas machen. Die Klingel kommt, das ist jetzt ein Bug, da bin ich mir sicher. Ihr habt gesehen, dass hier unten in dem Fenster habe ich Backspace gedrückt, obwohl nichts zu löschen war. Aber die Meldung, dass es geklingelt hätte, die kam im anderen Fenster. Ich glaube, den Bug muss ich reporten. Also Sven sagt, das ist ein kleines Feature und irgendjemand im Zuschauerraum auch noch. Ja, das ist so eingestellt worden. Was man etwas nicht sieht und es gibt einen Bell-Character, ein Klingeling auf einem Fenster, das man nicht sieht, dann reportet das Screen, indem es da Wuff Wuff sagt. Und wenn dieses Klingeling auf dem Fenster passiert, das wir gerade sehen, zumindest theoretisch, dann wird das nicht gemacht. Das ist sonst klingelt es zu viel. Deswegen seht ihr auch, hier ist plötzlich das Fenster unterstrichen und hinterlegt worden, weil in dem Fenster die Klingel passiert ist. Das ist auch noch ganz nett, wenn irgendwo im Fenster was klingelt und man nachher noch schauen will, ja, wo war es denn jetzt? Man hat durch die Hervorhebung des Fensters in der Fensterliste das noch drin. Klingel ist auch noch ein gutes Stichwort, haben wir gleich auch noch auf den Folien. Ctrl A, G. Da seht ihr oben in dem Fenster Switch to Audible Bell, Switch to Visible Bell. Da kann ich umschalten, ob er blinken soll oder wirklich Pieps machen. Ist manchmal ganz praktisch, wenn irgendwie das Terminal keinen Pieps hat, an dem er sitzt. Keine Soundkarte oder sonst was. Da haben wir noch eine Sache, ich kann auch mehr als eine Screen-Session machen, hatten wir vorhin, weil ich das X vergessen hatte zu tippen. Den kann man auch Namen geben. Man kann ihn, per Default kriegt er halt irgendwas mit Prozess-ID, welches Terminal und welcher Rechnername. Und mit Screen-Groß S kann ich ihm einen Session-Name geben. Also wenn ich jetzt irgendwie eine neue Session hier drüben aufmache, ich mache jetzt mal hier unten, detach ich wieder, da oben ist es noch attached. Das mache ich hier mit Screen-Groß S, FUBA, eine neue Session. Da drin kann ich Screen-LS gucken und jetzt habe ich hier eine Session, die heißt noch nach dem Terminal und dem Rechnernamen und die andere heißt FUBA, ist später angelegt worden. Beide sind attached, die eine oben, die andere unten. So kann ich dann auch die einzelnen Sessions unterscheiden und auch entscheiden, zu welcher Session ich zum Beispiel hin verbinden möchte, mich wieder anhängen, ohne mir jetzt zu merken, auf welchem Terminal das war, wo ich die initial gestartet habe. Wenn ich eine bestimmte Sitzung abhängen will, wieder minus D, aber den Session-Namen dran, bestimmte Session anhängen, minus R, Session-Name. Wenn ich zur erstbesten Session wieder hin will, Hauptsache ich habe irgendeine Session, aber egal welche, dann gibt es Screen-RR, einfach das R doppelt. Und das ultimative Kommando für gib mir eine Screen-Session, egal welche oder wie, ist halt das minus Groß-R, Groß-R, D, so nach dem Motto, wenn da eine ist, detachen, wenn keine ist, mach mir eine. Wenn mehrere da sind, gib mir irgendeine. Aber manchmal ist man dann überrascht, welche von den verschiedenen Screen-Sessions man dann doch bekommt. Copy und Paste, das ist irgendwie wieder ein nettes Thema, weil es geht ohne Maus. Ich mache jetzt hier unten mal das Fenster wieder zu. Die Screen-Session brauche ich jetzt hier nicht zum Demonstrieren, die FUBA. Mache ich zu, das Fenster mache ich klein. Hier haben wir zweimal einen Kalender. So, und jetzt Maus lasse ich in Ruhe. Ihr seht sie, wenn ich drauf komme, aber ich versuche sie mal in Ruhe zu lassen. Eine Copy-and-Paste-Session tut man starten mit Ctrl-A, eckige Klammer auf. Das Auf fängt die Copy-and-Paste-Session an. Ihr habt kurz gesehen unten, ich mache es jetzt gleich gerade nochmal ab, und eckige Klammer zu, also Ctrl-A, eckige Klammer zu, beendet es wieder. Entschuldigung. Also ich führe es einfach mal vor. Ctrl-A, eckige Klammer auf, Copy-Mode unten, er sagt mir, in welcher Zeile ich bin. Ihr seht jetzt hier einen schwarzen Cursor, der tut einfach willkürlich irgendwo hier drüber und kann auch hochscrollen in die History. Gut, da ist jetzt nicht viel mehr. Aber jetzt kann ich zum Beispiel hier mal sagen, ich will hier meinen Prompt und den März, den Text März. Jetzt will ich hier Enter für ersten Marker setzen, zum Anfang markieren, Enter. Cursor, ihr seht, es wird jetzt alles schwarz. Jetzt bin ich mit dem Cursor einfach runter, habe sozusagen markiert, drücke nochmal Enter. Unten sagt er mir 40 Zeichen in den Copy-Buffer kopiert, also sozusagen sich gemerkt. Und jetzt mache ich hier mal ein neues Fenster auf, Ctrl-A, C. Mache einen Editor auf, das ist egal, was es ist. So, dann habe ich hier irgendeinen Buffer, wo ich was reinpasten kann. Und jetzt tue ich Screen sagen, bitte paste das, was in dem Zwischenspeicher ist, was ich vorhin markiert habe, hier rein. Mit Ctrl-A, eckige Klammer zu. Also das Gegenteil von dem Copy. Und dann ist das, was ich hier vorhin
auf der anderen Session markiert habe, zwar in Schwarz-Weiß, aber halt der Text, ist jetzt hier eingegeben worden, als hätte ich ihn auf der Tastatur getippt. Ist dann potenziell nervig, wenn zum Beispiel der Texteditor, wo ich das reinpasten will, automatisch einrückt. Aber das ist halt wie, wenn man es von Hand eingegeben hätte. Nur, dass halt das Programm für mich das Tippen übernommen hat. Und auf die Weise kann ich halt wunderschön zwischen einzelnen Fenstern hin und her kopieren. Ich kann auch einfach nur in der History hochscrollen, schauen, was war denn da im Output. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier mal irgendwie das Fenster 0 nehme, wo ich LS hatte, jetzt mache ich hier ein LS-LA, das ist ein bisschen länger. Und kann jetzt hier mit der Ctrl-A-eckige Klammer auf und einfach hochscrollen und dann sehe ich, was da oben vorher noch am LS war und die Prompt-Stellen, wo ich ein paar Mal Enter gedrückt habe. Ich muss auch gar nicht hier irgendwas kopieren, wenn ich einfach Escape oder irgendeine Taste, die er nicht an der Stelle akzeptiert, drücke, dann bricht er den Kopiermodus ab. Was ich auch machen kann, ich kann mit den Cursor-Tasten H, J, K, L, also wer VI benutzt, wird vielleicht damit fröhlich sein. Man kann darin suchen, das ist auch noch nett, und zwar auch wie im VI mit Schrägstrich vorwärts suchen, mit dem Fragezeichen rückwärts. Wenn ich jetzt hier irgendwie in den Kopiermodus gehe, Ctrl-A, eckige Klammer auf, ich scroll mal ein bisschen hoch, und jetzt seht ihr hier den Cursor und jetzt tippe ich Schrägstrich, dann kommt hier unten so ein Suchprompt und ich suche nach Screen RC und dann springt er an die erste Stelle, wo auf meinem Terminal im LS-Output das Wort Screen RC vorkam. Das ist jetzt hier hingesprungen. Wenn ich das nochmal mache, springt er zum nächsten Vorkommen. Wie im VI, im Großen und Ganzen. Das Lustige ist, ich habe das Feature irgendwie erst vor wenigen Jahren entdeckt in Screen, habe das auf Twitter gepostet, kommt von irgendeinem Typ, den ich nicht kenne, das habe ich doch vor 25 Jahren schon in Screen eingebaut. Also die Leute gibt es immer noch, die das geschrieben haben. So, jetzt gehe ich aber hier wieder raus aus dem Copy-Modus, sonst vergesse ich das nachher und wundere mich, warum mein Getippse nichts tut. Copy-Mode aborted steht da, schön. So, Position 1 oder Home auf Englisch und Ende, End funktionieren auch. Oder halt auch wieder wie im VI, Less G und Shift G für Anfang und Ende. Die Marken zum Markieren kann man mit Enter setzen, das bin ich irgendwie gewohnt. Leertaste geht aber auch. Und das zweite Mal ist halt Anfang und Ende. Und einfügen mit Ctrl-A, eckige Klammern zu. Ist auf den US-Tastaturen immer leicht zu tippen, auf den deutschen Tastaturen muss man sich damit Alt-GR immer ein bisschen verrenken, aber ja, man kann es sicher auch umdefinieren, aber ich habe mir noch nie Gedanken gemacht, ob es da auf deutschen Tastaturen ein sinnvolleres Keybinding gäbe. So viel zum Copy und Paste. Wir haben da noch eine Variante von, ja, da kommt es kurz, Bildschirmfoto, Hardcopy machen. Das ist, was mein Vater irgendwie liebt, Hardcopies. Fensterinhalte auf den Drucker ausgeben. Das Schöne ist, hier geht es nicht auf den Drucker, sondern hier geht es in eine Textdatei. Ctrl-A, H für Hardcopy. Sagt der Screen Image written to Hardcopy 0. Wenn ich jetzt hier hätte, ich glaube, es muss im Home sein, Hardcopy 0, dann seht ihr im Prinzip genau das, was ihr gerade gesehen habt. Das ist jetzt doof. Ich mache das mal in einem anderen Editor, anderen Fenster. Hier habe ich den Editor offen. Ja, also wenn ich jetzt hier das Hardcopy öffne, dann seht ihr, es ist wirklich eine Datei, wo der Inhalt von diesem Fenster drin steht mitsamt dem Prompt. Jetzt ist es auch klar, dass es eine Datei ist. Unten sieht man noch einen Dateinamen hier. So. Ich kann auch wirklich den ganzen Output mitloggen lassen mit Ctrl-A, Shift-H. Und was auch noch nett ist, wenn ich jetzt hier irgendwie ein Programm habe, das Fenster auf, ist ja egal. So, ich sage, er soll mir monitoren, und zwar Ctrl-A, Shift-M. Shift-M, jetzt sagt hier unten, Window 4 is now being monitored for all activity. Wenn ich nicht auf diesem Fenster bin und irgendwas in diesem Fenster passiert, dann sagt mir das Screen, zum Beispiel mache ich jetzt irgendwie mal Sleep 3 für 3 Sekunden schlafen, dann soll er ein LS machen. Nicht in dem Verzeichnis, ist ja egal, L, Vorträge. So, jetzt gehe ich auf ein anderes Fenster und warte 3 Sekunden. Jetzt kommt gleich hier unten eine Meldung, Activity in Window 4. Weiß ich, aha, jetzt ist in Window 4, Fenster 4, was passiert und siehe da, da sind keine ganzen Vorträge gelandet. Umgekehrt geht das auch Silence, also wenn man irgendwie ein Programm, wo ganz viel kompiliert und man will wissen, wann das fertig ist, kann man mit Ctrl-A Unterstrich, das ist auf US-Tastatur Shift Minus, also auch irgendwas mit Shift. Wenn 30 Sekunden auf dem Fenster kein Output mehr kam, dann meldet er sich. Die 30 Sekunden will ich jetzt aber nicht warten und vorher noch Zeugs machen. So, die akustische Klingel hatte ich euch vorhin schon gezeigt und die optische. Fenster aufteilen, das wollte ich euch auch noch zeigen. Wir haben ja hier mehrere Fenster, mittlerweile 4. Ctrl-A Gänsefüßchen zeigt mir jetzt ganze 4. Die letzten beiden sind noch nicht benannt, da tue ich das mal noch. Das ist der Editor.
Ctrl-A, Shift-A, Editor, so, hat es auch noch einen Namen. Und wenn ich jetzt aber die Fenster aufteilen will, ich kann entweder horizontal oder vertikal, ist ja egal. Wir machen das mal mit Ctrl-A, Pipe. Das Pipe ist ein senkrechter Strich, deswegen tut er das senkrecht aufteilen, also der Schnitt ist senkrecht. Jetzt habe ich hier links ein Fenster und hier rechts eins, wo nichts drin ist momentan. Ich kann da mit Ctrl-A, Tab rüber wechseln. Sieht man jetzt gerade nicht, dass der Cursor hier oben ist, aber wenn ich jetzt Ctrl-A, zum Beispiel Fenster 0, dann kriege ich hier das Fenster 0 und hier drüben habe ich das Fenster 3, da unten steht es. Ich habe gemerkt, die Statuszeile und die Infos über das Fenster haben sich jetzt getrennt. Und ich kann das jetzt auch nochmal weiter aufsplitten in Ctrl-A, Shift-S. Dann habe ich hier zwei Fenster aufgeteilt, das Fenster 0 jetzt gerade hier drin angezeigt. Und Ctrl-A, Tab, bin ich hier eins weiter gesprungen. Jetzt kann ich hier das Fenster 2, das ist der bunte Kalender. Und jetzt kann ich hier mit Ctrl-A, Tab zwischen diesen einzelnen Fenstern durchwechseln. Und habt die halt gleichzeitig im Blickfeld. Das ist manchmal gut, wenn man irgendwo im einen Fenster was macht, also irgendwie per SSH auf dem Server, und da irgendwie Config editiert und im anderen Fenster das Logfile mitscrollen lässt, schaut, ob sich irgendwas ändert dadurch, dass ich gerade Config geändert habe oder so. Ist manchmal noch ganz praktisch. Aber ich muss zugeben, ich habe es lieber eher Fullscreen dann. Ich benutze es manchmal, es geht. Man kann auch irgendwie diese Windows-Layouts speichern und sich wieder herstellen lassen, weil wenn ich jetzt Ctrl-A, D, Detach mache und wieder Reattach, dann ist das Layout nämlich erstmal wieder weg. Man kann sich speichern, aber ich brauche es nicht, ehrlich gesagt. Deswegen ist es auch nichts, was ich euch jetzt groß vorführen kann aus dem Kopf. Das Layout wieder ganz wegkriegen, Ctrl-A, Shift-Q. Dann machen wir nochmal gerade so ein aufgeteiltes. So, ist ja egal wie. Irgendwie da irgendein Fenster rein, da irgendein anderes Fenster rein. So, und wenn ich die jetzt, das Layout, das brauche ich gerade nicht mehr, oder ich will gerade das aktuelle Fenster einfach Fullscreen haben, Ctrl-A, Shift-Q. Und das Fenster, wo gerade der Fokus drin war, ist jetzt wieder ein Fullscreen. So, das Tab habe ich euch gezeigt, eben Shift-S. Ja, ursprünglich für Split, weil anfangs konnte Screen nur so splitten und das Pipe kam irgendwann dazu, naja, wenn man so splitten, das ist der einzige Buchstabe, der irgendwie noch brauchbar, verwendbar war und ja, im englischen Tastatur auch wieder leicht zu tippen, das ist einfach Shift-Backslash, also maximal zwei Tasten, auf deutscher Tastatur ist mit Alt-GR wieder ein bisschen Verrenkung notwendig, ja. Schachteln habe ich euch auch gezeigt, dass man halt da so. Aber es ist halt wirklich so ein Grid, man kann immer ein Fenster in zwei Hälften teilen. Was man auch noch machen kann, das kann ich euch gerade zeigen, einfach mal so. Jetzt habe ich hier zwei Fenster und ich kann ihm sagen, Resize 20%, wenn ich mich recht entsinne. Und dann ist das Fenster nur noch 20% groß. Das war jetzt so eins der Kommandos, wo mehr als eine Taste an Screen gegeben wird, weil Ctrl-A, Doppelpunkt, gibt mir so eine Art Kommandozeile und da kann ich Screen-Kommandos, ohne mir die Tastaturkommandos merken zu müssen, eingeben. Da gibt es sogar auch eine Tab-Completion unten, da gibt es Possible Commands. Wenn ich jetzt R drücke, dann zeigt er mir alle mit R an, Re, alle mit RE und naja, bei Resize gibt es nicht mehr viel, Reset oder Resize, Tab-Completion und dann kann ich halt entweder Zeilen angeben oder Prozent. Ich kann auch sagen, mach 80% für das Fenster. Oder mach Resize 10, dann sind es bloß 10 Zeilen, dann sind wir ungefähr wieder halb-halb. Irgendwo gibt es, glaube ich, noch einen Bug, wenn ich es mit Pipe gesplittet hatte, dass ich es eins links, eins rechts habe, dann zählt er nachher trotzdem, dass er irgendwie 10 Zeilen breit gemacht hat, statt 10 Spalten oder so, aber ist egal. Typische Fallen. Es gibt so ein paar Tastenkommandos, die man vielleicht aus Versehen mal drückt, die was auslösen, wo man nicht mit gerechnet hat. Wer irgendwie so auf alten Terminals unterwegs war und mal irgendwann Ctrl-S gedrückt hat, aus Versehen, und es war nicht ein Emacs, der das erwartet, sondern normales VT100 oder Xterm, dann hält plötzlich der Output an. Das ist das Stoppsignal an das Terminal, so bitte jetzt mal anhalten, ich will das lesen, das rauscht so vorbei. Und mit Ctrl-Q geht es dann wieder weiter. Screen kann das gleiche machen, mit Ctrl-A-S oder Ctrl-A-Q zum Weitermachen. Und manchmal tippt man das, ohne dass man dran denkt. Und dann passiert das halt, dass er halt so ein Output anhält. Jetzt muss ich mir gerade irgendwas überlegen, was hier permanent Output generiert. Watch minus N, PS AUX, was, 1. So. Ja, das ist jetzt, es fällt nicht so auf, dass da wirklich Output kommt. Was kann man denn da Schönes machen? Top, H-Top, H-Top ist sehr gut. So, da bewegt sich jetzt ein bisschen was, hoffentlich, ja.
Hardtop ist so ein bunter Top-Monitor. Ich kann auch scrollen und Zeugs. Ein bisschen komfortabler als Top. Wenn ich jetzt Ctrl A, S drücke, dann sollte der da nichts mehr machen. Jetzt ruhig. Auch die Uptime da, die Uhrzeit geht nicht mehr. Wenn ich jetzt Ctrl A, Q drücke, dann hat er hier ganz schnell weitergezählt, die Sekunden, weil ich halt in der Zeit 10 Sekunden gelabert habe und ihn angehalten habe. Danke Martin für das Beispiel, das ist gut. Da einfach merken, also wie Ctrl S und Ctrl Q auf dem alten klassischen Terminal, nur mit dem Ctrl A davor, geht meistens weiter. Wo ich auch manchmal reinlaufe, ich tippe gern Umlaute und manchmal kommen die irgendwie so verknustet an mit Tilde und sonst was. Und da gibt es irgendwelche Flow-Einstellungen, da kann man durchrotieren, es gibt irgendwie 3 Stück. Ja, nein, Auto und ich kann mir nie merken, welches ist, aber wenn ich einmal aus Versehen Ctrl A, F gedrückt habe, dann steht da Plus Flow, noch einmal steht Minus Flow und noch einmal steht wieder Auto. Und wenn es auf Auto steht, tut es für mich, also im Zweifelsfall zweimal Ctrl A, F, wenn die Umlaute nicht tun und hoffen, dass man es erwischt hat. Sven, willst du was zum Flow sagen, weil ich habe das noch nie so richtig verstanden, was mir das Screen da eigentlich irgendwie an Optionen bietet. Solange die Umlaute für mich durchkommen, ist es in Ordnung und wenn nicht, Ctrl A, F und es tut hoffentlich wieder. Manchmal ist es auch das X-Term, das der Ärger macht, aber dann habe ich mit der Maus, wie vorhin aus Versehen, den Fullscreen angemacht, aus Versehen 8-Bit abgeschaltet oder sowas. Aber eben, passiert mir manchmal, deswegen erwähne ich es einfach. Konfigurationsdatei. Punkt Screener sich, ich habe es am Anfang schon gezeigt, um die Startup-Message wegzukriegen. Das Beispiel hier, Hostname, aktuelles Fenster, aktueller Name des Fensters, aktuelle Nummer, glaube ich, T. W ist die Window-Liste, L ist die Load und das hier ist Uhrzeit und Sekunden noch. Man kann auch die Tastaturbelegung ändern, was anderes als Ctrl-A, wenn einem das nicht passt. Ich bin zwar Emacs-Benutzer und brauche das Ctrl-A dort für einen Zeilenanfang, aber mich stört das nicht, dass ich dann Ctrl-A, Ctrl loslassen, wieder A drücken muss. Manche stört es, die nehmen dann was anderes, Ctrl-X, wobei das braucht man in Emacs auch oft. Irgendjemand habe ich mal gesehen, der hat Backtick verwendet, das kann ich mir jetzt gar nicht vorstellen, aber geht auch. Und ja, Ctrl-B, der Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt, kommt auch einfach darauf an, was für Anwendungen ihr innen drin benutzen wollt. Ich bin mit Ctrl-A eigentlich recht happy. Was man auch noch machen kann, man kann in der Screen-ASI sagen, wenn ich einen Screen starte, automatisch gleich mehrere Fenster starten und da vielleicht auch sogar noch eine bestimmte Anwendung auf einem Fenster. Ich habe da noch ein Beispiel, das brauchen wir jetzt hier nicht. Da ist irgendeine .screen-ASI. Das war, glaube ich, die mit der Tilde hinten. Da habe ich ein paar Sachen auskommentiert. Da kann man hier, wenn ich Doppelkreuz, ist hier auch wieder so ein Kommentarzeichen. Insofern ist das wieder auskombiniert, aber hier kann man mit einfach den Befehl Screen, dann tu dann einfach eine weitere Shell in der Screen-Session aufmachen. Ich editiere gerade mal meine jetzige Screen-ASI von der Demo und mache da noch Screen rein. Hole jetzt mal hier durch Detachen, Ctrl-A, D, einfach um eine neue Screen-Session aufzumachen. Und ihr seht, die hat hier unten gleich 2 Screen-Fenster aufgemacht, beide mit einer Bash. In der einen mache ich jetzt mal irgendwie LS-Vorträge. Und im anderen ist noch nichts drin. Ctrl-A, Ctrl-A. Und dann wieder zurück. Also jetzt raus mit Ctrl-D, ist analog zu Exit. Und jetzt gehe ich mal wieder auf meine andere Session mit minus R. Dann sind wir hier wieder, wo ich die Datei editiert habe. Einfach kann man Keybindings ändern. Wie gesagt, viel Sachen mitmachen. Ideen für Fortgeschrittene. Ich habe euch jetzt einfach bloß mal gezeigt, was man machen kann. Einfach die Idee ist, ihr habt das mal gehört. Wenn ihr an Screen dran sitzt, ah, da war doch was, man kann doch vielleicht dann mal in die Mainpage oder in die Hilfe schauen und da hieß irgendwas mit Resize, das heißt hier Resize und dann kann ich was angeben oder so. Ihr könnt auch Screen Sessions schachteln, das geht. Screen wird sich weigern, die eigene Screen Session innerhalb nochmal zu reattachen, das macht keinen Sinn. Es gab auch Versionen von Screen, wo es gesegfoldet ist, wenn man das versucht hat. Aber was zum Beispiel der liebe Sven gern macht, ich finde das immer wieder beeindruckend, er hat eine Screen Session lokal und hat dann eine andere Screen-Session auf einem Remote-Rechner, wo zum Beispiel seine Mail läuft. Und das Geniale finde ich bei ihm in meinem Setup ist, die lokale Screen-Session hat eine Statuszeile in einer Farbe und Ctrl-A als Tastaturkommando und die andere Remote-Session, die nachher innen drin läuft, hat zum Beispiel rot und die lokale hat grün und die Remote-Session hat dann Ctrl-X als Präfix. Das heißt, mit Ctrl-A kann er zwischen den lokalen Fenstern hin und her wechseln und mit Ctrl-X kann er zwischen den Remote-Fenstern hin und her wechseln. Und er weiß dann halt immer, aha, wenn ich Ctrl-A drücke, bin ich lokal unterwegs, wenn ich Ctrl-X drücke, bin ich in der Remote-Screen-Session unterwegs.
Habe ich so ungefähr noch richtig in Erinnerung, oder? Sieht halt dann so bunt aus wie bei mir der Hardtop gerade eben oder der Kalender. Aber ja, hilft einfach, die beiden Screen Sessions zu unterscheiden. Und ja, man kann auch noch das Copy und Paste in Dateien speichern, also statt lokal wieder als wie getippt eingeben, kann man auch sagen, speichere es mir in eine Datei. Man kann Daten aus einer Datei laden, die per Paste dann irgendwo einfügen. Und was auch noch geht, es gibt sogenannte Access Control Lists. Wenn ich eben jetzt einem Kollegen nur Lesezugriff auf meine Screen Session geben möchte, dann kann ich das über Access Control Lists, zum Beispiel in der Konfigurationsdatei, sagen, dass wenn ich jetzt als User ABE unterwegs bin, dann darf der User Klaus Read-Only auf diese Screen Session zugreifen. Dass er zum Beispiel zugucken kann, was ich da mache. Habe ich bisher selten benutzt, aber ich kenne Leute, die das durchaus gerne machen, wenn sie halt irgendwie einen Lehrling einführen wollen in irgendwelche Sysadmin-Sachen, dass der an seinem Rechner da mitgucken kann oder so. Aber eben ist auch schon sehr fortgeschritten. Ja, wir kommen langsam zum Ende. Ich wollte noch ein paar andere, sagen wir mal, Alternativen zu Screen oder ähnliche Programme vorstellen. Es gibt noch TMUX, das ist ein moderner Screen-Klon. Da hat jemand gesagt, Screen, da ist fast 30 Jahre, als TMUX entworfen wurde, vielleicht noch 25 Jahre, Altlasten an Code drin, den Code kann keiner lesen. Das ist nicht moderner Code, wir machen das mal neu. Und viele neue Ideen drin, manche Features, die Screen hat, gibt es dort gar nicht mehr. Screen kann auch auf serielle Konsolen verbinden, TMUX kann das nicht. Ich brauche das ab und an. Und TMUX ist auch ab Werk bunt. Ich tue hier mal wieder Detachen, rufe einfach mal einen TMUX auf. Dann seht ihr, der ist per Default mal unten grün. Und das Keybinding für Refix, das Kommandosequenz ist Ctrl-B. Mit C kriege ich auch wieder ein neues Terminal. Seht ihr, hier unten habe ich, ohne dass ich was konfiguriert habe, habe ich schon diese nette Statusleiste per Default mit den beiden Terminals. Nur Ctrl-B, Ctrl-B tut für mich jetzt wieder nicht. Hätte ich erwartet, dass das zurückgeht. Deswegen gehe ich jetzt hier wieder mit Exit, Ctrl-D, Ctrl-D aus der Shell raus und das TMUX ist wieder weg. Es wird auch komplett anders konfiguriert. Die Konfigurationsdateien sind alles andere als kompatibel, also da muss man sich wirklich neu einlesen. Was Screen zum Beispiel schon kennengelernt hat. Wenn einem gewisse Features die Screen hat und TMUX nicht, die vor allem eher so für Systemadministratoren mit alten Rechnern, wie die serielle Sachen brauchen, serielle Schnittstelle oder so, oder Telnet kann Screen auch, TMUX nicht. Das ist vielleicht Screen die schönere Variante. TMUX, wenn man irgendwie was Modernes, Frisches, Buntes haben will. Ja. Und dann gibt es noch ein Programm, das heißt BioBuBu. Ich weiß nicht, also ich kann kein Japanisch, das muss man irgendwie Japanisch aussprechen. Das heißt irgendwie Faltwand auf Japanisch. Also es faltet da so die Fenster durch die Gegend. Das ist ein Programm, das entweder hinten dran Screen oder TMUX nutzen kann, was ich sehr beeindruckend finde, weil die Programme ja doch sehr unterschiedlich zu konfigurieren sind. Und das hat auch in beiden Fällen eine Standardkonfiguration, wo schon recht viel dran ist. BioBu. So. Und ihr seht hier einerseits, ich habe schon mal irgendwie einen anderen Prompt, der ist plötzlich bunt. Ich habe hier unten ganz viele Informationen. Ich habe 4 Cores mit 2,4 GHz, bla, so und so viel RAM frei. Uptime, Load. Das 8.0 heißt, es ist ein Debian 8.0 auf diesem Rechner. Und das rote Add bedeutet auch, es ist ein Debian. Bei einem Ubuntu kommt dann ein violettes U. Also lauter so nette Kleinigkeiten. Und es ist per Default kein Ctrl-A, kein so Präfix, sondern man arbeitet mit den Funktionstasten. Wenn ich jetzt F1 drücke, kommt eine Hilfe. Also es ist wirklich sehr benutzerfreundlich und versucht mit vielen von diesen Altlasten zu verstecken, um die Benutzer etwas freundlicher entgegenzukommen. Ich mache jetzt hier einfach mal Exit. Ich wollte es einfach mal gezeigt haben, wem jetzt das mit dem Präfix Ctrl-A zu kompliziert war, der schaut sich vielleicht mal BioBu an. Ja. So, dann gibt es noch Screeny. Das ist mehr so ein Wrapper zum Session-Management. Ja, ich muss da wieder ein bisschen runter. Screeny. Das zeigt mir einfach an, ja, da ist eine Session. Will ich jetzt eine neue Session machen? Will ich es beenden oder bestimmte Kommandos aufrufen? Wenn ich jetzt sage A für neue Session, dann kann ich noch Session-Name, FUBA, RUP, Job. Ja, wenn ich keinen angebe, gibt er mir eine Shell. Jetzt hat er eine neue Session gemacht, aber nicht attached. Und jetzt muss ich noch 1 drücken. Ah, sorry, mein Fehler. Genau, ich habe in der Screen-RC ja noch die 2 Screens drin, die hat er mir gestartet und die 3. Session, die ich ihm jetzt über dieses Screeny-Tool gegeben habe. Wenn ich jetzt hier wieder rausgehe, machen wir mal alle zu, 3-mal Exit,
flupp, dann bin ich wieder in diesem Screenie, es ist aber nur noch eine Session offen. Und jetzt kann ich jetzt sagen, entweder will ich auf die verbinden, dann bin ich wieder in der, wo auch der Kalender auf der 2 ist, der bunte. Wenn ich hier wieder detach, bin ich auch wieder im Screenie und es sagt mir halt wieder, welche Sessions da sind. Es ist ganz nützlich, wenn ich die Übersicht verloren habe über die Sessions und schnell mit einem Tastenkommando bestimmte Session haben will, aber ich brauche es selten. Und dann gibt es noch Rat Poison, Rattengift auf Deutsch. Das ist ein grafischer Window-Manager für X, der aber von Tastaturkommandos genau sich wie Screen bedienen lässt. Also wenn man die für Screen im Muskelgedächtnis hat, dann kann man diesen Window-Manager direkt bedienen. Das einzige Schade ist, er hat keinen Detach. Ich kann nicht meine X-Session abhängen und dann an einen anderen Rechner gehen und da wieder anhängen. Das wäre noch schön. Es gibt Tools, die das können sollen, aber ich habe sie noch nie irgendwie versucht zu verheiraten. Das war mir dann der Aufwand doch nicht ganz wert. Und dort ist übrigens die Standardtastenkombination Ctrl-T. Ist auch ein netter Vorschlag, weil Ctrl-T in Emacs brauche ich bloß, um zwei Buchstaben auszutauschen. Aber ja, wie gesagt, ich bin mit Ctrl-A happy als Präfix. Ja, und dann wäre ich auch eigentlich am Ende vom Vortrag. Ich will euch noch ein paar Ressourcen zeigen. Einerseits eben diese Folie nochmal, noone.org/talks/screen. Die Webseite von Screen ist ganz klassisch, gnu.org/software/projektname/screen. TMUX gibt es auf SourceForge. BioBoo hat wirklich .co als Domain, ist irgendwo Kolumbien. Fragt mich nicht warum, wahrscheinlich war com schon weg. Ein Screenie gibt es auch auf SourceForge, hat aber keine eigene Webseite, bloß einen Projektordner. Und Sven hat vor, 12 Jahren hier auch schon mal einen Screen-Workshop gehalten, aber ich glaube über 3 Stunden. Und da ist noch viel, viel mehr Infos drin. Also wenn ihr jetzt irgendwie Blut geleckt habt, schaut euch das mal an. Da ist viel mehr Infos noch drin. Und wenn ihr ja, mich kontaktieren wollt, abe@noone.org oder @debian.org. Zumindest der noone.org funktioniert als E-Mail und als Jabber. Oder halt auf die Webseite, da gibt es dann auch noch mehr Vorträge. Wenn es interessiert, was ich sonst noch so mache. Ja, dann sage ich einmal noch ganz kurz Danke. Dann kommt die Linksfolie nochmal. Valina, die heute leider nicht da ist, weil sie ja, ihren Geburtstag nachfeiern möchte und das einzige Wochenende war, wo es gepasst hat. Sven, weil ich halt seinen Vortrag von 2003 einfach so hingeworfen bekam, ohne dass ich nachgefragt habe, so nach dem Motto, ah, du willst einen Screen-Vortrag machen? Guck mal, das habe ich da 2003 gemacht. Kannst ja mal zum Ideensammeln nehmen. War wunderbar zum Ideensammeln. Danke, Sven. Und ja, danke für euch, fürs Interesse, fürs Kommen, fürs Zuhören, für die Fragen und vor allem die Hinweise, wenn ich gerade mal nicht weiter wusste, weil ich selber auf dem Schlauch stand. Und insofern hier nochmal die Links zum Abschreiben. Wenn ihr euch den ersten merkt, findet ihr auch die Folien und könnt die Links dann auch selber nochmal durchklicken. Braucht sie nicht abtippen. Ja, danke. Also wenn man auf seinem Rechner, wie das Sven gerne macht, eine Screen-Session aufhat, die mit Ctrl-A konfiguriert ist und per SSH jetzt zu einem weiteren Rechner, der auch Screen hat, der genauso konfiguriert ist, verbunden ist und man die innere erreichen möchte, dann macht man Ctrl-A und noch ein A, um die innere zu erreichen. Genau. Ich wiederhole es gerade mal, was Martin gesagt hat. Wenn man wirklich zwei Screen-Sessions, die den gleichen Präfix haben, benutzen will, dann muss man Ctrl-A, Ctrl loslassen, A drücken, um das Ctrl-A durch die erste Screen-Session durch in die zweite zu kriegen. Und dann, aber das wird dann irgendwann Hirnknoten geben. Mit mehr als einer Schachtelungstiefe will man das nicht machen. Deswegen habe ich es auch nicht erwähnt. Aber danke trotzdem, ja. Ich mache das auf Arbeit gern, dass ich mit TMUX arbeite und mich dann zu 3 Application-Servern verbinde und dann synchronized anschalte und dann auf allen 3 Servern immer das Gleiche mache. Also ja, wenn ich zum Beispiel irgendwelche Logfiles durchgehe, dann mache ich auf allen 3 Servern immer das Gleiche, um die gleichen Infos zu bekommen. Ein Feature, das TMUX definitiv hat, was Screen nicht hat, ist die Möglichkeit, dass man einen Input auf mehr als ein Fenster gleichzeitig weitergeben lassen kann und damit so im Prinzip Server orchestrieren kann, indem man mehrere Server gleichzeitig mit den gleichen Tastenkommandos bedient. Das ist was, wofür ich halt normalerweise dann zugegebenermaßen eine GUI-Applikation benutze, MSSH, Multi-SSH. Aber ja, das geht mit TMUX auch und ist definitiv was ich von Screen nicht weiß, dass es geht. Danke.